Berechne das Integral von 0 bis Pi Viertel von Sinus von x mal Cosinus von x geteilt durch 1 minus Sinus von x dx. Wir nennen dieses Integral i und beginnen mit der Berechnung einer Stammfunktion von dieser Funktion. Wir sehen im Zähler Sinus von x, im Nenner auch, und die Ableitung von Sinus x, das ist Cosinus von x, und im Zähler multipliziert Cosinus von x, also bietet sich hier die Substitution u gleich Sinus von x an. Die Ableitung von dem u gegenüber der Variablen x, das ist Cosinus von x, und demzufolge ist du gleich zu Cosinus von x dx. Diese Substitution ergibt also hier Stammfunktion von u geteilt durch 1 minus u mal dieses Paket Cosinus von x dx, das ist du. So stoßen wir auf diese Stammfunktion. Jetzt könnte man die euklidische Polynomdivision vornehmen oder man wendet einen kleinen Trick an. Der Trick besteht darin, im Zähler 1 zu subtrahieren und dann aber auch sofort wieder zu addieren, so dass man eigentlich nichts geändert hat. Aber jetzt erkennen wir, Stammfunktion von u minus 1 geteilt durch 1 minus u plus 1 geteilt durch 1 minus u. Und die Stammfunktion einer Summe, das ist die Summe der einzelnen Stammfunktionen. Hier haben wir die Stammfunktion von minus 1 du und hier klammern wir im Nenner ein Minus aus und setzen dieses vor die Stammfunktion. So erhalten wir diese Differenz. Die Stammfunktion von minus 1 du, das ist minus u, und Stammfunktion von 1 auf u minus 1, das ist der natürliche Logarithmus vom Betrag von u minus 1, also so. Aber nicht vergessen, back to x. Wir müssen jetzt zu x zurückkehren, das heißt, wir ersetzen u da und da durch Sinus von x. Und somit erhalten wir diese Stammfunktion. Minus Sinus von x minus der natürliche Logarithmus vom Betrag von Sinus x minus 1. Wir finden also das Integral i durch die Variation von dieser gerade gefundenen Stammfunktion von 0 bis Pi Viertel. Wir ersetzen zuerst x da und da durch Pi Viertel, so erhalten wir minus Sinus von Pi Viertel, das heißt minus Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2, minus ln von Betrag von Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2, minus 1. Also so. Dann ersetzen wir x da und da durch 0 und erhalten diese Zahl. 0 minus 1, das macht minus 1. Der Betrag von minus 1, das ist 1, und ln von 1 ist 0, also entfällt diese Klammer. Hier machen wir diese zwei Brüche gleichnamig und erhalten so Quadratwurzel von 2 minus 2 geteilt durch 2. Aber da Quadratwurzel von 2 kleiner ist als 2, ist der Betrag dieser Differenz gleich zu 2 minus Quadratwurzel von 2 geteilt durch 2. Und das ist das gefragte Integral, das heißt, wir haben den Auftrag erledigt.